Ja, zum Glück haben sich die Mayas ja im Endeffekt doch irgendwie verrechnet oder so und die Welt ist im letzten Jahr doch glücklicherweise nicht untergegangen. Aber die Mayas waren im vergangenen Jahr nicht die einzigen, die die Angst vorm Weltuntergang geschürt haben. Das ist nämlich auch den Wissenschaftlern vom Kernforschungsinstitut CERN im schweizerischen Genf gelungen. Die haben nämlich dort einen riesigen Teilchenbeschleuniger und unter Umständen können beim Experimentieren mit diesem Teilchenbeschleuniger schwarze Löcher entstehen. Und eine Frau hatte so große Angst vor diesen schwarzen Löchern, dass sie das Forschungsinstitut kurzerhand verklagt hat. Aber die Klage wurde abgewiesen und so dürfen auf der Welt weiter fröhlich Teilchen beschleunigt werden. Und das passiert übrigens auch bei uns in Mainz, denn wir haben auch einen kleinen Teilchenbeschleuniger hier. Und wenn ihr jetzt denkt, Physik, dann empfehle ich euch mal trotzdem den folgenden Beitrag anzuschauen, denn das ist wirklich ein ziemlich imposantes Teil. Lukas Herzog und Julia Becker haben sich das Ding mal näher angeschaut. Disneyland für Physiker. So kann man sich den Elektronenbeschleuniger MAMI, das sogenannte Mainzer Mikrotron, am Institut für Kernphysik vorstellen. Insgesamt 7 Arbeitsgruppen beschäftigen sich hier mit der Forschung, dem Betrieb und den theoretischen Grundlagen des MAMI. Aber warum eigentlich? Ziel der Forschung hier am Institut für Kernphysik ist es herauszufinden, wie die Materie aufgebaut ist, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wie Goethes Faust, nur ohne den Teufel und ohne den Pudel. Atome, daraus ist die Materie aufgebaut, bestehen selbst wieder aus kleineren Teilchen. Den Elektronen in der Hülle der Atome und im Kern Protonen und Neutronen. Aber auch Protonen und Neutronen bestehen aus kleineren Teilchen, den sogenannten Quarks. Und unsere Forschung beschäftigt sich damit, wie diese Quarks die Eigenschaften der Protonen beeinflussen und damit die Materie im Ganzen. Um das herauszufinden, schießen die Forscher einen Elektronenstrahl auf die Atome. Und das kostet jede Menge Energie. Nicht umsonst verbraucht der Beschleuniger alleine fast ein Viertel des gesamten Stroms an der Uni. Das Beschleunigen übernehmen bestimmte Kondensatoren, die mit einer Mikrowellenfrequenz arbeiten. Die sieht man hier links im Bild. Alles also fast wie zu Hause, nur größer. Hinter mir ist die Elektronenquelle, hier werden die Elektronen erzeugt und dann werden sie hier in diesem Vorbeschleuniger quasi auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Schon unglaublich schnell, aber die Energie reicht immer noch nicht aus. Und es gibt ein weiteres Problem. Es wäre sehr teuer und platzaufwendig, weiter geradeaus zu beschleunigen. Die Lösung? Man lässt die Elektronen immer wieder im Kreis durch denselben Beschleuniger fliegen. Mit jeder Umdrehung steigt die Energie. Und weil das ein bisschen aussieht wie eine Rennbahn, nennt man diese Beschleuniger Rennbahnmikrotrone. Davon gibt es in Mainz 3 Stück. Das größte braucht sogar seine eigene Halle. Und das nicht ohne Grund. Mit einem einfachen Magneten, wie man ihn aus dem Schulunterricht kennt, lässt sich solch ein Elektronenstrahl nicht bändigen. Die Magnete der größten Rennbahn, hier in grün zu sehen, sind 5 Meter breit und mit 450 Tonnen schwerer als die meisten Passagierflugzeuge. Irgendwann hat den Experimentatoren die Energie von 855 Megaelektronenvolt nicht mehr gereicht für die Experimente. Und deshalb wurde eine weitere Beschleunigungsstufe an die 3 Rennbahnmikrotrone hinten noch angeschlossen, um den Elektronenstrahl auf 1,6 Gigaelektronenvolt, also 1,6 Milliarden Volt, zu beschleunigen, um genauer in die Materie hineinschauen zu können. Dieser Teilchenbeschleuniger ist weltweit einzigartig. Er wird harmonisches doppelseitiges Mikrotron genannt. Doppelseitig, weil der Strahl nicht nur auf einer Geraden, sondern auf 2 Geraden angeschubst wird. Er alleine nimmt den ganzen Platz in dieser Halle hier ein. Und dies fast so groß wie ein halbes Fußballfeld. Bis vor einigen Jahren glaubten viele Physiker, so ein Gerät könne gar nicht funktionieren. Die Mainzer Forscher haben das Gegenteil bewiesen. Bleibt nun die Frage, was mit dem Strahl passiert. Die Antwort finden wir in der sogenannten Spektrometerhalle. In der 20 Meter hohen Halle trifft der Strahl zum Beispiel auf Wasserstoff oder andere Elemente. Jeder dieser riesigen Türme, die wie Legosteine aussehen, macht sichtbar, was bei dem Aufprall passiert. Die Spektrometer sind um die Streukammer in der Mitte herum platziert und sie können verfahren werden, sodass die Experimentatoren unter verschiedenen Winkeln die Teilchen, die bei dem Streuexperiment entstehen können, nachweisen können. Doch welchen Nutzen bringt uns diese Forschung? Noch kann das niemand beantworten. Fabian Nilius und seine Kollegen erforschen die Grundlagen. Ob und wie wir das später im Alltag anwenden können, wissen die Physiker noch nicht. So lange hält Disneyland wohl noch einige Überraschungen bereit.